Jetzt habt ihr mal gesehen, was mich erwartet, wenn ihr mal wirklich auf mich zukommt. Das heißt, wenn ihr für sowas vorbereitet seid, dann disst mich. Ansonsten lasst es lieber sein, weil irgendwann mal treffen wir uns und dann kriegt ihr diesen Tritt hier. Big Baba, Schöneberg 30er Zone. Ich wollte ein Statement abgeben zu dir, Farid Bang, du Hund. Kommst einfach hierher, machst ein Foto, verschwindest blitzartig, machst ein Foto vom Brandenburger Tor, willst du uns Berliner provozieren? Und dann kommst du noch hier vor Palafin morgens und willst uns provozieren, Schöneberger? Was denkst du, wer du bist? Du kleiner Hund. Dann machst du mir einen auf Banger, mal Banger. Komm, zeig mal, was für ein Banger du bist. Also was ich bei dem Mann ganz stark vermute, ist, dass er Töchter hat, die geschieden sind und jetzt alleinerziehend sind und die natürlich wieder verkuppeln möchte. Und dann auch möchte, dass Mütter gefickt werden, weil anders kann ich mir das leider nicht erklären. Was für ein Ich will mich mit dir treffen, wir kämpfen, wir beide Mann gegen Mann und dann werden wir sehen, was für ein Banger du bist. Nein, ich mach JBG und fick erstmal ein paar Müller. Machst mir hier einen auf dicke Eier und so, kommst du her? Ich fick dich, was denkst du, wer du bist, du Hund? Ich will gegen dich kämpfen. Jeder, der das sieht, ihr kleinen Pisser Farid Bang Fans, die dem immer nur Scheiße schreiben unten, sucht, sagt ihm das. Ich will gegen Farid Bang kämpfen. Mann gegen Mann. Kommst hierher, wenn Alpa im Urlaub ist, hast du dir genau die Zeit gut ausgesucht, du kleiner Hund. Denkst du, wir sind 24 Stunden hier vorm Fenster und warten auf dich, du kleiner Bastard? Hä? Kommst hierher, machst Foto, verschwindest, willst du uns provozieren, uns Berliner? Jetzt bist du über die Grenze gegangen. Alles war okay, so Scheißerei hin und her zwischen dir und Alpa. Aber jetzt hast du richtig provoziert und du kriegst die Antwort. Eine andere Message hintersteckt. Wo ist der Das ist ein Rapper. Mit einem Schwanz im Mund sagt, wann darf ich mal der Mann sein, du? Du hast einen Bumerang geworfen und der kommt jetzt zurück. Warte ab, was passiert. Auch so anspruchsvolle Text. Big Baba Schöneberg, 30er Zone in deine Fresse. Und noch was, die ganzen Hip-Hop-Medien sollen dabei sein. Jeder soll zugucken und sehen, wenn wir beide kämpfen. Wenn du kommst, wenn du überhaupt zeigst, dass du Eier hast und ein Mann bist und ein Banger bist. Komm, wir kämpfen. Und jeder soll dabei sein, damit du sagen kannst, ich war da oder irgend so ein Scheiß. Alle werden es sehen. Und dann will ich sehen, was für ein Mann du bist. Da haben wir Spaß hier, ne? Wie der anfängt, Schlagstock aus der Sicht eines verackerten Kontrolleurs. Leute, viel Spaß mit dem Abend. Wir gehen feiern. Macht's gut. Okay, hasta la vista.